Atma-Bodha, die Erkenntnis des Selbst von Shankaracharya, 9. Vers. Die ganze manifestierte Welt der Dinge und Wesen wird durch die Vorstellungskraft auf das Substrat projiziert, welches der ewige, alldurchdringende Vishnu ist, dessen Natur sein Wissen ist, genauso wie verschiedene Schmuckstücke allein aus demselben Gold gemacht sind. Shankara spricht in diesen Versen über die Welt. Was ist die Welt? Woraus besteht die Welt? In den vorigen Versen hat er mehr gesagt, ja, die Welt ist wie ein Traum. Sie ist so lange da, wie wir träumen, wenn wir aufwachen, hört die Welt auf. Oder auch, die Welt ist wie Blasen im Ozean. Blasen steigen auf und verschwinden. So ähnlich auch alle Inhalte der Welt, sie steigen auf und verschwinden. Hier braucht er noch eine weitere Analogie, nämlich die Analogie von Gold. Alle Schmuckstücke werden aus dem gleichen Gold gemacht. Ja, angenommen, man hat einen großen Barren Gold, dann kann man aus diesem Gold kann man Ringe machen, man kann Ohrringe machen, man kann Goldzähne draus machen, man kann eine Kette machen, man kann eine wunderschöne Murti als eine Götterfigur machen und so weiter. Und angenommen, du hast jetzt 200 verschiedene Dinge aus diesem Gold gemacht, kann man sagen, wow, wunderschöne Shiva-Statue, wunderschöner Ring, wunderschöne Kette und so weiter. Man mag sich jetzt auch fragen, was ist am schönsten? Ist das jetzt schöner, ist das schöner? Aber all diese wunderschönen Formen bestehen alle aus Gold. Irgendwann kann man das alles wieder einschmelzen, bleibt Gold übrig. Dann kann man wieder was anderes draus machen, bleibt weiter Gold. Man kann es wieder einschmelzen, es bleibt Gold. Man hat etwas Schönes gemacht, ein Schmied hämmert mit dem Eisenhammer drauf, und mit dem Hammer drauf, es bleibt nur noch Gold. Alle verschiedenen Schmuckstücke sind aus dem gleichen Gold. Ähnlich auch, alles in dieser Welt besteht aus dem gleichen Brahman. Es gibt nur Brahman. Alles andere ist Illusion. In diesem Sinne, sieh hinter allem das eine unendliche Brahman und löse dich von der Vorstellung von allem Relativen. Erfahre hinter allem Brahman. Die ganze Welt ist eine Manifestation von Brahman, so ähnlich wie Schmuckstücke aus Gold hergestellt sind. Wenn du also einen Menschen siehst, sei dir bewusst, letztlich, der Mensch ist in der Essenz Brahman. Wenn du sogar ein Auto siehst, hinter dem Auto ist Brahman. Wenn du Lärm hörst, hinter dem Lärm ist Brahman. Das kannst du dir bewusst machen, du kannst es erfahren, du kannst es spüren. Überall ist dieses Brahman. Ihr gebraucht noch eine nächste Analogie. Die eine Analogie ist ja, aus dem Gold wird ja tatsächlich ein Schmuckstück. Also es gibt einen Barren Gold und dann macht man ein Schmuckstück draus. Und dann alle Schmuckstücke bleiben aber weiter Gold. Das Gold ist wichtiger als die Form, die da ist. Denn die Formen ändern sich, das Gold bleibt gleich. So ähnlich kannst du sagen, ja, hinter allem ist die höchste Wirklichkeit. Aber es geht eben noch weiter. Nicht nur ist die ganze Welt geformt aus Gold und damit aus Brahman, sondern sie ist auch projiziert darüber. Nein, die ganze Welt besteht aus Brahman. Wir projizieren die Vorstellung der Welt über Brahman. Brahman bleibt Brahman. Er wird nicht geformt in Teile der Welt. Es gibt immer nur Brahman. Wir projizieren die Vorstellung einer Welt über Brahman. Denken, es ist die Welt. Die Welt bleibt immer Brahman. Denke darüber nach, meditiere darüber und erfahre, hinter allem ist, wie er hier sagt, Sat und Chit, unendliches Sein und Chit, Bewusstheit an sich. Soweit für heute. Das war der 9. Vers im Atma-Bodha von Shankaracharya. Ich werde nochmal den Vers wiederholen. Die ganze manifestierte Welt der Dinge und Wesen wird durch die Vorstellungskraft auf das Substrat projiziert, welches der ewige, alldurchdringende Vishnu ist, dessen wahre Natur Sat und Chit ist, Sein und Wissen, genau wie verschiedene Schmuckstücke alle aus demselben Gold gemacht sind.